Hallo, am 21. April, heute schon sehr spät, es ist schon über 18 Uhr. Aber hier aus Ostfriesland im Wohnmobil geht alles ein wenig anders als von zu Hause aus. Manchmal haben wir Internet, manchmal wieder gar nicht. Ich hoffe, dass dieses Hochladen nicht wieder 15 Stunden geht, aber wichtig ist die Botschaft dahinter. Es rüttelt in den nächsten Bahnen. Das ist das Channeling, das ich euch jetzt vorstellen kann. Es kommt von einem aufgestiegenen Meister, Kutumi. Und das heißt immer hohe Lichtbotschaft. Ich hatte heute Morgen schon ein Webinar, Esata, wo es schon ganz eindringlich in die neue Richtung geht. Und habe heute Abend noch einmal Esata. Und ich bin überzeugt, dass wir jetzt in große neue Schritte geführt werden. Und es geht nur darum, dass wir lernen, offen zu sein. Du kannst überall erkennen, du kannst überall lernen. Und das Wichtigste ist ja dieses Innengespräch. Immer dich selbst zu durchforsten. Wir hatten ja vor kurzem einen Vortrag in Bruchsal, wo wunderbar war, wo wir lernen durften, dass wir wirklich jeden Tag diesen sogenannten Laufsteg zur Verfügung haben, wo wir schauen können, wie wirken wir auf andere Menschen, wie offen sind wir, wie freundlich sind wir. Und ich glaube, die wichtigste Frage, die es immer wieder zu stellen gibt, meinst du, du wärst ein Freund für den anderen, wenn du die Möglichkeit hättest, dich als Freund zu haben? Würdest du die Hand reichen? Möchtest du dich als Freund? Meinst du, dass du ein ehrlicher, geradliniger Freund wärst? Wärst du einer, der immer da ist, der nicht gleich gekränkt ist, der wirklich autonom den Bedürfnissen der wahren Freundschaft sich stellen könnte? Überlege mal, was dieses bedeutet. Würdest du dir selbst vertrauen? Würdest du dir selbst am liebsten jeden Tag sagen, schön, dass es dich gibt? Wie wäre es, wenn ihr zusammen in die Stadt geht, egal welche Stadt? Wärst du stolz, dass du dich als Freund hast? Wärst du stolz, mit dir in einem Café, in einem Restaurant zu sitzen, angenehme Gespräche zu haben und auch manchmal zu streiten? Wie präsentierst du dich als dieser sogenannte Freund? Was brauchst du? Was muss sich verändern, damit du dieser Freund wirst? Und dazu darf ich dir jetzt einige Fragen stellen. Bist du ehrlich? Denn Ehrlichkeit ist das Grundprinzip einer Freundschaft. Kannst du von dir sagen, dass du dich als Freund derart deklarieren kannst, dass du die Ehrlichkeit in die Hand versprechen kannst? Kannst du das? Bist du überzeugt von diesem? Zweite Frage. Belügst du dich selbst, indem du glaubst, ein Freund sein zu wollen, aber eigentlich die ehrliche Freundschaft gar nicht suchst? Denn eine ehrliche Freundschaft bedeutet, dass du Zeit hast. Eine ehrliche Freundschaft bedeutet, dass du dich austauschen möchtest. Eine ehrliche Freundschaft bedeutet, dass du im anderen den Spiegel erkennen möchtest. Wenn du ein Mann bist, brauchst du die sogenannte Männerfreundschaft. Wenn du eine Frau brauchst, brauchst du die sogenannte Frauenfreundschaft. Und hier lernst du, dich auf der anderen, im anderen Part, in der anderen Situation kennen. Denn eine Freundschaft ist ein Austausch der Ehrlichkeit. Und hier kommt die nächste Frage. Wann hattest du zum letzten Mal wirklich diese ehrliche Freundschaft, wo du alles, gar alles aussprechen konntest? Alles. Also nicht diese sogenannte Smalltalk-Freundschaft, sondern dieses ganz Ehrliche. Nächste Frage. Vermisst du dieses absolute Gespräch unter Männern, unter Frauen, wo wirklich gesprochen wird, wo wirklich Tacheles gesprochen wird, wo aber auch Spaß gemacht wird? Und die letzte Frage. Was wäre, wenn ich dir dieses heute in einem Traum anbieten kann? Was wäre, wenn ich dir dieses in einem Traum anbieten darf? Das heißt, wenn du ein Mann bist, dass du einfach diese Nacht, wenn du schläfst, einen richtigen Männerabend hast. Nicht einen Polterabend, einen Männerabend. Gute Gespräche, ehrliche Gespräche, lange Gespräche. Ganz viele verbinden dieses mit Sitzen am Feuer. Und wenn du Frau bist, wie wäre es, wenn dich einer so versteht, wie dein Herz geschnitzt ist?
Wärst du bereit? Dann kann ich dir jetzt eines versprechen. Mit dieser Codierung, die ich dir jetzt in die Hände gebe, ich arbeite ja hauptsächlich nur noch mit Codierungen, wird dieser Traum, dieser Frauenfreundschaft, dieses Männeraustausch gegeben. Für dieses brauchst du lediglich einen Stift, einer, der schreibt. Und dann brauchst du den Code. Diesen Code gebe ich dir. Das ist das Doppel-A, zwei große A, ein großes R und die 7. Also zweimal das A, das große R und die 7. Und dieses schreibst du, vor du schlafen gehst, in die Mitte deiner Handfläche. Mehr musst du nicht tun. Und dann lässt du die Ruhe einkehren und wirst irgendwann einmal eintauchen in Schlaf. Und du wirst den Männerabend, wenn du Mann bist, oder der Frauengemeinschaft, der Frauenfreundschaft diese Nacht begegnen. Was immer hier geschieht, eines kannst du dir sicher sein, es ist ein geführter Prozess. Es rumpelt in den Erdbahnen. Wir haben wieder Rotationen vor uns. Wir haben wieder ein geschwächtes Magnetfeld, was nur wartet, noch mehr Informationen aus der Herde hervorzuholen. Wir haben Kornkreise, die noch einmal geschrieben werden, wo immer sie stattfinden. Und wir haben Flares. Flares über das Kosmos in die Erdatmosphäre eingewütet. Gewütet. Alles zusammen, ein Komplex, der den Frieden sät, was im Außen vielleicht noch nicht so ausschaut, aber dementsprechend kommt. Es brodelt im Inneren, damit die Erfolge geschehen. Und heute das Thema Freundschaft. Schau, was heute Nacht geschieht. Es ist eine ganz spezielle Nacht. Und darum schau, was ich vielleicht noch an Gesprächen auf der Homepage beschreiben darf. Aber dann überrasch dich mit dieser Codierung und lass dich in diesen Männerabend gleich Frauenabend ein. Mehr habe ich hier gar nicht zu sagen. Ich wünsche dir einen wunderbaren Abend und eine noch erfolgsversprechendere Nacht. Ich danke dir.